Also die Mauer ist, je weiter man wegkam vom Heimatland, umso tiefer geworden, umso kleiner geworden. Also ich kann mich daran erinnern, 1982, also lang, lang vor dem Mauerfall, waren wir in Ecuador, Kolumbien unterwegs bei der Schwimmweltmeisterschaft. Und da war es wirklich so, dass man sich so am Beckenrand ausgetauscht hat. Und da wusste man, da sind wenig Journalisten unterwegs. Ja, die Stasi wahrscheinlich auch nur mit ein, zwei Mann vertreten. Insofern war die Atmosphäre rund ums Schwimmbecken sehr entspannt, was sehr zum Teil bedrückend war, wenn man natürlich dann in die DDR fahren durfte bzw. musste. Das war ja so ein Austausch. Dass man wirklich gesagt worden ist, okay, der Wettkampf, das ist jetzt nicht so toll, aber wir müssen natürlich dahin fahren, ja, um Völkerverständigung. Und dann war natürlich der Kontakt ganz, ganz begrenzt. Ja, das Bedrückende waren die ganzen Spiegel, Lichter oben und unten und einfach dieses Eingesperrtsein, Tür geht auf, Tür geht zu. Man hängt dann in dieser Box drin, ja, und dann der Beamte wälzt mit grimmigem Gesicht in den Pass rum, ja. Stempel und dann geht irgendwann die Tür auf, ja, und der Moment war dann absolut wichtig, ja, ich so, und dann einfach nur raus, ja. Also die Mauer fiel eigentlich schon in Seoul, damals im Olympischen Dorf, 1988. Wir hatten in der bundesrepublikanischen Mannschaft ja Republikflüchtlinge, wie das in der DDR so damals so schön hieß, beispielsweise Jens-Peter Berndt, der 1985 geflüchtet ist beim Amerika-Aufenthalt, der war dann in der bundesrepublikanischen Mannschaft. Und auf der DDR-Seite waren viele seiner ehemaligen Mannschaftskameraden im Team. Und dann kam irgendwann der Impuls aus der Mannschaft der DDR, hallo, wir würden ganz gerne uns mal mit Jens-Peter wieder treffen und gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten? Und da ich ja als Olympiasieger, Sportler des Jahres, war ich ein bisschen tabu, ja, und man wusste auch so ein bisschen, konnte einschätzen, wer ist jetzt Stasi, wer nicht, hat man auch ein paar Tipps bekommen. Und dann haben wir das organisiert, wirklich konspirative Treffen bei mir auf dem Zimmer im Olympischen Dorf in Seoul. Hat sich dann so eingebürgert, jeden Abend wurde dann hat sich irgendjemand mit irgendjemandem getroffen, DDR, Bundesrepublik. Und dass die sich das damals gewagt haben, das war schon so ein Zeichen, also irgendwas passiert da. Ja, das Zusammenwachsen sozusagen hat da schon ein bisschen stattgefunden. Also logischerweise, nachträglich betrachtet, hätte man jetzt sagen können, ja, das hat sich schon angedeutet, dass die Mauer fehlt. Das ist aber Quatsch. Also damals war das für uns schon sensationell und wir haben überhaupt nicht jetzt daran gedacht, was bedeutet das jetzt für die gesamte Gesellschaft, für die Länder, sondern wir haben einfach nur gesagt, die wollen einfach ihren ehemaligen Kumpel, den sie 3 Jahre nicht gesehen haben, der geflüchtet ist, einfach wiedersehen. Auf der einen Seite kann man stolz sein, auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Verantwortung. Ja. Erstens mal hat man es nicht alleine geschafft, Stichwort 4+2 Gespräche. Deutschland war ja damals noch 1990 ein besetztes Land, formal betrachtet, völkerrechtlich. Also mit den Partnern zusammen das hinbekommen zu haben damals und dann eben so als Scharnier zu wirken zwischen Osten und Westen. Da knackt es und reibt es natürlich nach wie vor, das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass das auf der einen Seite eine historische Chance ist und gleichzeitig eben eine historische Verantwortung, dann als diese Scharnierfunktion zu wirken zwischen Osten, Westen, Norden, Süden. Ja. So ist nun mal Deutschland von der Lage her angelegt. Das wird sich auch nicht ändern in den nächsten 100 Millionen Jahren.